Es gibt Neuigkeiten bei Midjourney, und zwar ist die Version Midjourney 5.1 auf dem Markt. Und nachdem das letzte Video über Midjourney so gut angekommen ist, dachte ich, mache ich ein Update. Los geht's. Schauen wir uns mal an, was Midjourney im Discord-Channel geschrieben hat. Hier ist das Update. Und zum einen wird erwähnt, dass es jetzt die Version 5.1 gibt. Und während bei Version 4 die Prompts relativ kurz gehalten waren, musste man oder konnte man bei Version 5 das eher ausschreiben. Das hat sich jetzt bei 5.1 wieder verändert. Das heißt, man kann wieder viel mehr Stichwörter aneinander reihen. Außerdem ist ein Raw-Mode verfügbar. Den schauen wir uns später auch nochmal an. Und es gibt nach wie vor auch noch Version 5, also man kann beide nutzen. Die Veränderungen sind, dass die Prompts genauer werden, dass es weniger Text auf den Bildern gibt, weil das war ja häufig ein Problem, und dass die Bilder schärfer sind. Um die Version 5.1 zu aktivieren, gehen wir zunächst in den Channel. Ich habe ja dazu einen eigenen erstellt. Dazu gibt es nochmal ein extra Video, slash Settings. Dann kommen wir zu den Einstellungen und sehen hier, dass bei mir schon Version 5.1 aktiviert ist. Du kannst es aber jetzt hier auch auswählen. Also hier kannst du generell verschiedene Dinge auswählen, also die Version, aber auch hier den Raw-Mode. Und hier kannst du auch den Remix-Modus aktivieren. Du kannst hier auch die Qualität ändern, jedoch solltest du hier immer im Auge behalten, dass du ja nur eine begrenzte Kapazität hast. Am einfachsten ist, wenn wir uns jetzt einfach mal einen Prompt anschauen bzw. eingeben. Ich habe das mit der Version 5.1 ja eingestellt, deswegen der Prompt ein Puma in der Wildnis. Das ist das Ergebnis. Und wie wir sehen, ist alles ziemlich ja, detailliert. Man sieht hier fast jedes einzelne Haar. Hier habe ich jetzt nochmal beide Versionen verglichen, Version 5.1 und Version 5. Und hier sehen wir, Version 5 ist jetzt nicht ganz so scharf. Eine weitere ziemlich coole Änderung bzw. Neuerung ist, dass du gleichzeitig mehrere Prompts ähnlicher Art ausführen kannst. In unserem Fall möchte ich jetzt drei verschiedene Bilder mit Tieren, die im Kino sitzen. Jedes Tier soll jedoch ein eigenes Bild haben. Dies kann man jetzt lösen mit der geschwungenen Klammer. Ich starte ganz normal, slash imagine, und trage dann den Prompt ein. Die Tiere, die ich sehen möchte, trage ich in eine geschwungene Klammer. Also hier den Tiger, den Löwen und auch einen Puma. Midjourney fragt mich jetzt, ob ich wirklich drei Prompts erstellen möchte. Hier kann ich jetzt auf Ja, Nein, klicken, kann mir aber auch die Prompts nochmal anzeigen lassen. Das machen wir jetzt in diesem Fall mal. Und jetzt zeigt mir Midjourney drei Prompts, die erstellt werden. Also jedes Tier wird hier einzeln nochmal erwähnt. Ein Tiger, ein Löwe und ein Elefant. Jetzt klicke ich auf Ja und schon werden drei einzelne Aufträge erstellt, beziehungsweise drei Prompts. Midjourney fragt uns deswegen einfach nochmal, weil wir ja, wie gesagt, ein begrenztes Volumen zur Verfügung haben und dass wir hier einfach nochmal vorgewarnt werden. Das Ganze wird jetzt verarbeitet. Und schon haben wir die Ergebnisse. Anstatt dass wir jetzt dreimal einzeln im Prompt eingetragen haben, konnten wir das einfach mit der geschwungenen Klammer lösen. Wir können auch mehr als drei Tiere oder Farben oder was auch immer in die geschwungene Klammer schreiben. Jedoch behalte einfach im Hintergrund, dass wenn du einen der Basic-Tarife hast, deine Zeit einfach schneller aufgebraucht ist. Du kannst mit der geschwungenen Klammer nicht nur die Inhalte deiner Bilder ändern, sondern auch die Parameter. Also beispielsweise die Größe bzw. das Format deiner Bilder, aber auch die Variante, mit der du arbeiten möchtest. Die Funktion mit der geschwungenen Klammer nutzen wir jetzt auch, um die verschiedenen Versionen miteinander zu vergleichen. Sprich die Version 5, 5.1 und die Version 5.1 RAW. Dazu gebe ich wieder ein Prompt ein. In diesem Falle ein Ausblick von Paris, von dem Balkon. Und nutze hierfür aber jetzt immer den gleichen Seed, um einfach das Ganze zu vergleichen. Infos zu dem Seed findest du in meinem ersten Video zu Midjourney. Mit der geschwungenen Klammer habe ich jetzt die Version geändert. Und Midjourney fragt mich jetzt wieder, ob ich wirklich drei Prompts erstellen möchte. Ich sage ja und schon werden die drei Prompts erstellt. Das dauert jetzt immer ein bisschen. Und hier sind die Ergebnisse. Wenn wir uns die Version 5.1 im Vergleich zur Version 5 anschauen, sehen wir tatsächlich, dass die Bilder schärfer und mehr im Detail sind. Also das, was auch versprochen wurde. Vielleicht ist es dir auch mal passiert, dass ein Prompt nicht ausgeführt wurde, da irgendein Wort gegen die Guidelines gesprochen hat. In meinem Beispiel war das
die Blutorange. Und zwar hatte damals Midjourney das Wort Blut einzeln bewertet. Im neuen Update sieht Midjourney die Wörter eher im Kontext. Hier gibt es noch jede Menge anderer Beispiele und das schauen wir uns jetzt mal an. Vor einiger Zeit wollte ich ein Bild kreieren mit einer Blutorange. Midjourney wies diesen Prompt jedoch ab, weil das Wort Blut enthalten war. Mit der neuen Funktion müsste das ja eigentlich funktionieren. Wir testen es einfach mal aus. Also lasse ich mir einen Prompt oder stelle einen Prompt mit dem Wort Blutorange im Comic-Style und siehe da, während das Wort Blut früher nicht akzeptiert wurde, ist es jetzt im Kontext gesehen und es wurde ein Bild erstellt. Das gleiche mit Moby Dick. Ihr könnt euch denken, wieso das früher auch abgelehnt wurde. Jetzt im Zusammenhang bzw. im Kontext wird auch hier ein Bild erstellt. Probieren wir das Ganze mal mit einem Tier, das nennt sich Bubi. Und hier hat Midjourney jetzt keinen Zusammenhang, deswegen wird es verboten. Wenn ich jetzt aber einen Blue-Footed Bubi eintrage, wird ein Bild kreiert. Also du siehst, Midjourney verarbeitet vielmehr den ganzen Kontext und erstellt dann die Bilder. Dass du bei Midjourney Bilder hochladen kannst, ist ja nichts Neues. Jedoch kannst du dir auch ein Bild davon machen, wie Midjourney deine Bilder promptet. Du lädst dazu einfach das Bild hoch. In unserem Fall dieses Chamäleon, das habe ich vorhin erstellt und fand es ziemlich cool. Statt slash imagine trage ich hier slash describe ein und dann den Link zu dem Bild. Im Anschluss erstellt mir Midjourney vier verschiedene Prompts bzw. Texte mit möglichen Prompts. Mit diesen Texten würde Midjourney also dieses Bild beschreiben und das können wir uns natürlich dann auch zunutze machen und diese Prompts bzw. diese Texte kopieren. Du kannst hier unten auch direkt auf einen der vier Nummern klicken und bekommst dann genau das angezeigt, was eben in dem jeweiligen Text steht. Testen wir das einfach mal, ob wirklich das Bild so aussieht wie unser Bild. Du bekommst jetzt hier nochmal ein Textfenster. Hier kannst du jetzt auch was ändern. Also wenn du jetzt statt einem Lizard eine Katze sehen möchtest, aber ansonsten der Style ähnlich sein soll, kannst du es hier eintragen. Ansonsten klickst du einfach auf Absenden. Ich habe das jetzt zweimal gemacht und ja, was soll ich sagen? Die Ergebnisse sehen ziemlich gut aus. Auch hier können wir natürlich wieder unseren Trick mit der geschwungenen Klammer anwenden. Also wenn wir verschiedene Tiere auf diese Art und Weise gleichzeitig stellen möchten. Die können wir uns erstmal wieder anzeigen lassen, die Prompts. Midjourney fragt uns wieder, ob wir wirklich drei Prompts erstellen möchten. Und schon werden drei Prompts erstellt. Der Wurm sieht ziemlich witzig aus. Bei dem Bild, das ich hochgeladen habe, handelt es sich ja um ein Bild, was ich selbst mit Midjourney erstellt habe. Jedoch kannst du auch Bilder nutzen, die du beispielsweise mit dem Handy oder mit der Kamera fotografiert hast. Ich habe dazu einfach mal auf Unsplash nach einem Bild gesucht, also nach diesem Wolf, und habe das Bild hochgeladen. Auch hier nutze ich wieder Slash Describe, füge dann den Link ein zum Bild und auch hier werden mir vier verschiedene Textversionen angezeigt. Interessant ist in diesem Fall auch, dass uns immer noch das Format, also der Aspect Ratio, mitgeteilt wird. Also der ist jetzt hier 2 zu 3. Auf diese Art bekommst du nochmal einen Einblick, wie Midjourney denkt. Hier oben ist es zum Beispiel ziemlich interessant. Hier steht zum Beispiel, I can't believe how beautiful this is. Das wäre wahrscheinlich etwas, wo du selbst nicht drauf kommen würdest. Also zumindest ich nicht. Auch hier schauen wir uns jetzt mal an, was Midjourney hier ausspucken würde. Und lass das verarbeiten. Und die Prompts werden erstellt. Und in beiden Fällen sehen wir auf jeden Fall, dass der Aspect Ratio stimmt und auch, dass die Bilder ziemlich gut geworden sind. Zwar sind sie jetzt nicht eins zu eins wie auf unserem Ursprungsbild, jedoch ziemlich nah dran. Das waren die Updates zu Version 5.1. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du als nächstes ausprobieren wirst. Und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Bis dann!